Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic the Gathering Arena. Nein, Magic the Gathering, nicht Magic the Gathering. Du hast recht. Herr Gleich, So. heute hat das nicht der Gleich. Heute hat es nicht damit. Das gibt's ja gar nicht, Herr Gleich. So. Also an alle englischen Zuschauer, hey guys, what's up and welcome back to another video on our channel with Mr. No English Guy. Ein blau-schwarzes Deck gibt's heute zu gewinnen. Dann machen wir das mal. Ich will der Auras of Majesty. Vergiss es. Das mache ich nicht mehr. Ich mache Chaos und Mayhem. Das war das Deck, mit dem ich gestern jedes Match verloren habe. Das mache ich nicht nochmal. Nein, 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 nein. Chaos und Mayhem war ganz gut. Ich muss aber jetzt erstmal ein Match machen. Wie So. viele Leute spielen das eigentlich? Oh, ich denke, das sind viele. Mehr als Magic eine ist ja Million? schon. Das weiß ich jetzt nicht, aber Es Magic sind ist ja. sehr viele mehr als eine Million. Sofort minus, minus, minus gleich. Gegen Minus. Bone Vampire. Ich Boah, sag das haben wir lieb. mal in der Schule gezockt. Aber halt nicht auf dem Weg, sondern halt im Garten. Nein, rot. Das sind Tiger! Nein, das ist ein Löwe. Ja, gleich muss nicht Tiger, ich bin ausgetroffen. Gibt's hier nicht. Keine Tiger. Was hat nichts. Ja? Endstand. Dann ist Mitspieler unsympathisch. Gibt's denn hier Waschbär? Weil muss ich jetzt jedes Mal wegen diesem Shop hier alles anklicken lassen. Das ist ja nicht euer Ernst, oder? So, dann haben wir den raus und haben wir den raus. Ich stelle halt noch mit 1-1 der Karten, ne? Ja. Schwache Karten. Am Anfang, ja. Gibt es heute jemand Echtes? Ja. Ja? Also, der Typ kann denken. Sollte zumindest so sein, ja. Ja, greifen wir mal mit beiden an. Ne? So, da sind wir wieder, wo wir eben gerade waren. Ja, ist ja jetzt gut, sag mal. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Also. Heißt der wirklich Gold Vampire? Ja, Ist das dein Ernst? so hat er sich genannt. Gold Vampire? Mhm. Was? Nochmal hier. So, was machen wir jetzt? Jetzt kommen wir langsam. Ja,
Das Braten nur aus dem Steak von gestern. Wenn ihr mich ausstellt, aber ich darf jetzt nicht zu so laut lachen, in der kacke ich wieder ab, ey. Ja, man muss jetzt erstmal gucken, was passiert. Oh. Man hat wahrscheinlich das Steak von gestern drin gehabt, was gestern zu gewinnen war. Mit dem ich auch nichts gewinnen konnte. So, jetzt haben wir Walk the Plank. Okay, schauen wir uns mal dieses Deck an. Das neue Walk the Plank Deck. So, Decks. Mal schauen, wie das hier ist. Walk the Plank. So. Was haben wir hier? Siren Storm Tamer. Flying. Grasping Scoundrel. Chart a Course. Departed Deckhand. Kitesail Corsair. Dire Fleet Poisoner. Das ist so ein Piratendeck, okay. When Kitesail... Exclusion Mage. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob ich mit dem Deck hier klarkommen werde. Okay, Murder ist gut. Ruin Raider. Wie lange ist das Spiel eigentlich drauf? Erzähl mal. Also jetzt diese Version Magic the Gathering Arena ist noch nicht so lange draußen. Aber insgesamt, aber Magic the Gathering insgesamt gesehen. Hey, gleich. Nein, nicht Magic the Gathering, sondern Magic the Gathering. Ja, ist ja gut so. Hey, gleich. Nochmal wiederholen. So, Magic the Gathering. So, when Dead Eye Rick Haller enters the battlefield, if you attacked. Oder die jetzt gleich in die Kommentare schreiben. Ja, hör doch auf, der gleich hat sich halt mal versprochen. Es ist nur Spaß. Dreamcaller. Ja. Dreamcaller. Oder ist alles ernst, ja, oder? Genau. Dreamcaller Siren, Flash und Flying. Dreamcaller Siren can block only creatures with flying. When you enter the battlefield, another pirate. Also das sind schon wieder so komische Karten. Der kann nur das blocken mit Flying, der andere kriegt nur Flying, wenn er angreift und so weiter. Ich bin immer gespannt, was ich mit dem Deck hier rausreißen kann. Also, ich fange jetzt einfach mal an. Riddle Master Sphinx. Demon Lord Belzenlock. Flying and Trample, der gefällt mir. Flying and Trample, immer gut. So, also, dann fangen wir einfach mal an jetzt mit dem Deck hier. Und dann schauen wir mal, ob ich damit heute was gewinnen kann. Also. Du hast ja schon alles gewonnen. Ja, mit Chaos und Mayhem, mit dem kann ich auch gut umgehen. Auras of Majesty werde ich nie mehr wieder spielen. Nie mehr. Sei denn, irgendjemand sagt mir, das hast du alles falsch gemacht, du hättest es so und so machen müssen. So, auf los geht's los. Warte, außer wenn dir jemand sagt, du hast es. Okay, du hast das und das falsch gemacht. Ja. So, wie ist jetzt das Deck? Nee, ich spiele ja nicht das Deck sonst nie mehr. Nein? Nie mehr. Ja. Nie mehr spiele ich dieses Deck sonst. Okay. Ich kann dir mal das nicht kommentieren. Also jetzt pass auf. Du hast keine Tiger erwähnt. So, jetzt lass mich bitte kommen, weil ich habe jetzt hier nicht unendlich viel Zeit. So, 5. 5 Creature Beast Horror, das ist, ich hab extrem, ja. Komm, wir fangen an jetzt, fertig. Ich hoffe ja, dass ich irgendeine Karte, eine schnelle Karte kriegen werde. Das ist ja nur ein Defender hier, da kann er nicht angreifen. Hm.
Mania. So, jetzt lass mal überlegen, was wir hier machen. Greift er jetzt an? Willst du mich veräppeln? Ist jetzt irgendwas hier verpasst? Nein, 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 no blocks. Das soll von mir aus mit seinen zwei da durchkommen. Ich versuch mich nicht. So, so, was werde ich destroyen? Vigilance hat der Knight. Kommt er wieder mit der Scheiße hier. Ehrlich, das nervt jetzt. Da wird jetzt jede Runde eine 2-2er-Kreatur rausholen, wegen diesem History of Benalia. Na, jetzt kann er damit angreifen, okay. Was soll ich sagen, finde ich jetzt nicht so nett von dir. Komm. Den einen Vierer lassen wir durch. Und dafür werde ich jetzt zerstören. No attacks. Ja, ist ja doch. Was kommt er denn jetzt schon wieder an? Junge, 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 du bist ganz schön anstrengend, Kollege. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Na, da hat der First Strike, ich Idiot. Ich muss noch 6 Leben. Ich weiß, ich muss 6 Leben, aber. Oh nein. Das ist natürlich jetzt bitter. Nein! Jetzt habe ich einen Spam. Jetzt schauen wir mal. Land nur auf der Hand. Alter, nur Länder, ich werd verrückt. Jetzt brauche ich aber mal endlich mal irgendwas Anständiges. Wir haben beide First Strike, das ist halt. Das ist aber jetzt egal. Dadurch ist schon mal dieser scheiß Bonus weg. Jetzt kann ich zumindest mal mit dem angreifen. Nein! Das war schon verloren. Jetzt habe ich verloren. Ja, ist ja gut, ist ja in Ordnung. No Blocks brauche ich nicht. Scheißegal. Okay, also das war jetzt das erste Match mit diesem Deck. Schauen wir mal. L von 40 habe ich jetzt schon gespielt. Naja, schauen wir mal. Wir probieren es weiter mit Walk the Plank. Und schauen wir mal, was passiert. So. Ready. Gegen Accelerator 024. Ist okay. Was? Was war das denn? Leute, was war das denn? Wofür war das denn jetzt gewesen? Müssen wir einer erklären? Warte mal, das Holz, Mann. Was soll ich machen hier? Ha?
typisches Geräusch. Ziemlich. Müssen wir mal gucken, vielleicht. Das Katzen ist immer noch da, okay. Und da ist ungefähr ein ähnliches Deck wie eben mal, ne? Ja, fangen wir mal an. Was ist denn das? Was ist das? Nein, zwei Leute haben mir quasi das Match geschenkt von Anfang an. Ich habe auch nicht probiert. Leute, was ist hier los? So, ihr Ernst? So, bei Vorteil die Grundausstufen, ne? Ja, das wäre. Aber ich meine, es ist ja schön, wenn ich das alles geschenkt bekomme, aber ich will auch mal kämpfen, ich will das Deck hier kennenlernen, ich kann das Deck nicht kennenlernen, wenn alle nach drei Zügen, oh mein Gott, TGG klingt irgendwie, The Gathering, keine Ahnung was. Oh ja, das lassen wir. Wahrscheinlich einen Fehler gemacht, aber egal.
sein.
Autsch, das war natürlich jetzt ein mega Fehler, den ich da begangen habe. Damit habe ich verloren. Läuft gut mit dem Deck.
Nein. Alter, war das ein heftiges Match. War das ein heftiges Match, mein lieber Scholli. Gills of Love. Wie machst du noch? Nicht mehr viel, jetzt vielleicht ein, zwei Spieler noch diese 40. Also 11 Spells muss ich jetzt noch machen. Es kann jetzt zwei Matches wahrscheinlich dauern. So, gut, also immerhin jetzt mal wieder ein Match gewonnen. Mojito. War jetzt ein gutes Match auf jeden Fall. Zum Glück hatte der nur Kreaturen und war auf Trample ausgelegt. Ja, was ist denn jetzt bei ihm hier? Ne, jetzt schon am Anfang so lange braucht. Was ist mit dem los? Ist er eingeschlafen oder was? Oh Junge, du bist echt, also das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Dass du so lange brauchst, ey. Was ist jetzt los hier? Warum kann ich Reconnect. Thank you.
Uiuiui, ui, jetzt muss ich aber schnell fertig werden mit dem Match hier. Ja, mein nächster Sieg. Ja, Jungs, so komme ich aber doch gar nicht. Krass. Ja, aber so komme ich ja gar nicht zu meinen Spells hier, Leute. Was ist denn da los? Müssen wir mal ein bisschen länger mitspielen, Mann. Kann nicht sein. So viele Matches geschenkt bekommen diesmal. Finde ich gerade nicht witzig.
Du fällst doch schon wieder rein. Und das nächste Match gewonnen. Okay, also ich muss sagen, ich habe natürlich jetzt riesig Glück gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja sein Deck gesehen. Und sein Deck war schon so darauf ausgelegt, dass er, wenn er mehr rote Länder gehabt hätte, alter Vater, hätte er mich zerstört ohne Ende. Aber das hatte er nicht. Insofern ist das echt ziemlich gut gelaufen. Das an. Also ich meine, wenn ich jetzt noch einen Sieg holen würde, jetzt gucken wir das mal hier rein. Horses. Das ist schon krass. Wahnsinn. Also eigentlich müsste ich jetzt noch ein Match gewinnen. Beziehungsweise noch vier gegnerische Kreaturen zerstören. Entschuldigung, ich bin so schön angehört, ich bin erfüllt. Fehler gemacht. Falschen Charakter angefangen.
keinen Sinn, den Match weiterzumachen. Diese eine Karte löst er noch an. Thank you.
Fehler gemacht, Mann. Ja, jetzt habe ich verloren. Schon Fehler gemacht. Und ich war jetzt immer einen Fehler gemacht. Mann, habe ich blöd gespielt gerade. Naja, es kommt doch auf die Uhrzeit drauf an. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Halt! Ich bin noch hier. Eine Karte kriege ich nicht mehr. Aber jetzt kann ich hier mal noch zwei Packs aufmachen. Das machen wir noch schnell. War jetzt mal hier noch ein Gills auf Ravnica und ein Corset auf. Dann gucken wir mal da rein, was da so drin ist. So, was haben wir hier? Hier drin. Das hatte ich auch was. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut sechsmal wieder ein, wenn es wieder heißt Magic the Gathering Arena mit mir, dem man gleich auch anders gibt.